Hallo und herzlich willkommen zurück in der nächsten Folge von Minecraft. So, wir hatten ja hier geschlafen, weil wir nach da vorne hin den Ding gebaut hatten, den Weg. Was habe ich jetzt da eingesammelt? Dinge. Okay, ich hatte mir ja überlegt, ob ich hier tatsächlich eventuell kurz noch... Ich brauche das Birkenholz eigentlich, aber... Hä? Ich brauche doch nur eine Kiste. Lucht. Ich weiß nicht, was jetzt schon wieder anders ist. Während ich hier das Ganze wieder eingerichtet habe, hat sich hier tatsächlich ein bisschen die Perspektive und alles verändert. Das geht mir gerade ein bisschen auf die Nüsse. Jetzt pass mal auf, wir brauchen das hier nicht. Das hier lasse ich jetzt auch mal hier. Das darf ich nur später nicht vergessen, wenn wir dann tatsächlich zurück Richtung Ding gehen. Kohle und das lasse ich im... beziehungsweise den Stack lassen wir hier. Die Pflanze lasse ich auch hier. Die lasse ich im Inventar. Warum habe ich eine Feder? Die könnten wir tatsächlich gleich in Eisen umwandeln. Und das hier direkt... Die können wir auch hier lassen. Pack die mal hier hoch. Und das da, die Knochen nehmen wir auch hier raus. Dann haben wir hier das Essen drin. Die will ich roh lassen. Pack hier mal das Eisen rein. Und die Kohle, dann können wir hier gleich Kohle machen. Hier machen wir schnell Holz draus. Und dann packen wir das nämlich hier dazu. So, dann ist unser Inventar tatsächlich gleich ein bisschen leerer. Ich kann jetzt tatsächlich noch 50 Minuten aufnehmen. Und hoffe, dass das funktioniert. So, wir werden jetzt mal schauen, dass wir hier den Weg weiter entlang bauen. Zurück oder bis dahin, wo unser eigener Weg tatsächlich eben anfängt in dem Sinne. So... Geht das hier nämlich? Dann können wir hier nämlich entlang laufen, soweit wie es halt einfach möglich ist. Fackeln haben wir noch genug tatsächlich. Da vorne haben wir schon runtergebaut. Das heißt, wir werden hier jetzt weiter bauen. Okay. So, so. So, so, so. Den machen wir dann so hin, weil wir da rumlaufen müssen. Tatsächlich. So. Und dann können wir... Ich finde das ja schon ganz süß, dass das Gras... Wo ist denn... Das ist da drüben. So kleinere... Gräserhalme bekommt, wenn man so, dann haben wir das doch jetzt mal so weit gemacht. Dann haben wir hier den Weg so, der hier so rüberführt, hier an dem Wasser vorbei. Die Fackeln sind allerdings hier, das ist egal, die kann man da noch umbasteln. Und dann machen wir hier einfach weiter mit dem Weg, würde ich sagen. So, pass auf. Das ist natürlich alles weg hier. Und ich komme tatsächlich gerade noch auf die Idee, dass wir vielleicht tatsächlich... uns da hinten, wo wir jetzt gerade in der Höhle waren, dass wir uns da tatsächlich noch irgendwo ein kleines Häuschen hinbasteln. Und ich habe keine Ding mehr.
habe ich alles hinten gelassen, verdammt. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber dann könnten wir hier nämlich wunderbar hier runterlaufen. Hier so rüber, da so hoch. Der Weg ist irgendwie markiert. Und dann können wir da so lang. Dann wissen wir immer, wo wir hin müssen. Sehen das Ganze auch bei Nacht tatsächlich durch die Fackeln. Ne? Und dann haben wir überhaupt gar keine Probleme mehr, das hier alles zu finden, was wir benötigen. So, ich brauche Stein. So. Eins, zwei, drei. So. Die bleiben hier. Das lasse ich auch hier. Was ist hier unten? Das ist das rohe Hühnchen, das ich nicht vergessen darf. Fackeln. Fackeln im Sturm. So, dann laufen wir mal zurück. Und gucken, dass wir da noch weiter den Weg machen, damit wir hier weiterkommen. Einfach nur, damit wir was wir hinkriegen. So. So. Mann. So, dann waren wir da. Die nächste Fackel ist da. Kleinen Halme sind tatsächlich sehr, sehr schwer zu sehen. Ich muss mal schnell schauen. Ich bin hier so gelaufen. Wo ich hin muss, genau. Wir müssen da so rüber. Das heißt, ich kann hier so rüber bauen. Und dann kann ich auch die ganzen Fackeln tatsächlich alle wieder einsammeln, die ich da verteilt habe. Und es wird schon wieder dunkel, was natürlich suboptimal ist, sage ich mal. Aber leider nicht zu verhindern. Wir müssen da so rüber. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Gut. So. Dann gehen wir wieder zurück. Ein bisschen zügiger, damit wir nicht von irgendwelchen Monstern... Ein bisschen zügiger, sage ich, und bleib hängen, ne? Dass wir nicht gerade von den nächsten Monstern gekillt werden. Der Mond ist so schön. Müssen wir hier hoch? Das können wir noch irgendwie anders machen, mal schauen. Aber jetzt geht's mir erstmal darum, dass wir hier einen Weg haben, dass wir den Weg auch finden, wenn wir unterwegs sind, auch tagsüber tatsächlich, um den Stein kurz, weil ich muss mich ja hier wieder in die Erde bauen. So, dann legen wir uns noch gleich mal schlafen. Ah, da war schon die erste Spinne, ne? Das sieht man es mal wieder, ne? Wenn man nicht aufpasst, ist der ganz, ganz schnell dabei. Spinne ist noch da. Packen wir wieder rein und dann laufen wir wieder zurück. Essen habe ich noch. Okay, das geht noch. So, Essen.
das ist natürlich blöd, weil wir jedes Mal so weit laufen müssen. Aber ich sehe jetzt gerade im Moment keine andere Möglichkeit, wie wir das machen sollten. Ich werde mir für jede Lokalität hier irgendwie so eine Art, ich sag mal, Häuschen oder so hinmachen. Damit wir hier einfach ordentlich durchkommen. In dem Sinne. So. Irgendwas stimmt jetzt so nicht. Jetzt. Gut. Und die nächste Schaufel ist kaputt. So. So, ich bin mal gespannt, wann meine Kopfschmerzen anfangen. Das habe ich ja gerne, wenn ich hier lange am PC sitze. Tatsächlich. Mann, diese Grashalme, die da wachsen, die sieht man immer nicht. Die natürlich klar, aber die anderen tatsächlich gar nicht. Da, die, wo ganz klein sind noch. So, ich konzentriere mich mal wieder wie gestört, wie immer halt, ne? Das ist gut so. Den machen wir nämlich hier hin. Und die nächste Schaufel ist kaputt. Das gibt es doch nicht. Wo muss ich denn hin? Ich muss hier. Ah, guckt mal. Hier ist der Weg. Das ist okay. Dann baue ich den jetzt tatsächlich hier so entlang, ne? Mann. So, dann hätten wir das hier nämlich auch schon überstanden. Stückchen bis davor schaffen wir jetzt auch noch. Das wird auch die Schaufel aushalten, gehe ich mal davon aus. Schätze ich jetzt einfach mal. So. So, jetzt muss ich dann gucken. Und wenn wir dann an dem Weg sind, dann haben wir ja schon den halben Weg zu unserem Häuschen hinter uns. Von daher. Wo ist unser Weg? Der ist hier. Okay.
Dann machen wir den noch hier runter. Und dann haben wir hier noch unseren netten Weg, der wo dann hier so vorgeht. Pass mal auf. Einfach nur, weil ich es kann. Scheiße. Ach, leck mich, jetzt ist die Schaufel kaputt. Und ich habe natürlich nichts im Inventar, ist nee, ist klar. Das ist alles da hinten, da muss ich dann halt jetzt langlaufen. Pack hier noch ein paar Fackeln hin, weg scharf. So, die Fackeln nehme ich mit. Was gegessen. Jetzt ist mein Magen schon wieder so voll. Ach nee, da ist ja eine Fackel. Die lassen wir so. Dann packen wir die nur dahin. Ist ja letztlich wurscht. So. Und den Rest haben wir ja schon gemacht. So, dann haben wir jetzt wenigstens mal... Achso, das kann ich jetzt nicht ändern, weil ich ja keine Dinge dabei habe. Ja, dann haben wir doch das schon mal, ne? Dann haben wir den Weg bis zu dem. Ist das okay so? Hier muss noch wenigstens eine hin. Okay, gut, dass das halt recht gut ausgeleuchtet ist. Was ist denn hier oben los? Warum sind denn da überall Fackeln? Hier ist eine und da ist eine. Aua, jetzt bin ich am Mikrofon hängen geblieben. Das am Headset. Ich habe übrigens meine Haare zusammengewickelt. Ne, für die Leute, die sich wundern, warum ich auf einmal eine andere Frisur habe. Es ist noch derselbe Tag, dieselbe Aufnahme in Anführungsstrichen. Ich habe die Aufnahme zwar tatsächlich beendet gehabt, aber Moment, das Eisen. Das Eisen ist fertig. So. Dann könnten wir uns doch mal kurz noch, einfach nur, weil wir es können. Moment, ich brauche die Stecken. Kurz. Einfach eine Eisenschaufel, noch eine Eisenschaufel und noch eine Eisenschaufel machen. Gut, dann das raus. In meinem Magen geht es jetzt los. So gab es das Ding nicht. So, dann haben wir hier noch die... Die Weizenseeds, die Blumen, die noch hier rein können. Steak, Steak, das ist rohes Hühnchen. Stecken. Hm. Naja, ich kann eh nicht viel machen. Okay, was ich jetzt vorhabe, wie viel ich habe, was ich allerdings mache, warte, wo ist die Kohle? Die Kohle ist hier. Ich mache noch mal eine Ladung. Tatsächlich. Zumindest so, dass die Stecken weg sind. Falsch. Falsch. Da rein. Kohle. Rein hier. Was ich jetzt vorhabe, ist, ich würde, da wir ja hier schon was hingebaut haben, tatsächlich, je nachdem wie... So, mal kurz nochmal hier ein bisschen den Weg machen. Das ist tatsächlich eine Schlucht. Hier haben wir tatsächlich eine Schlucht. Und, oh wow. Das sollten wir uns irgendwie runterbauen. Die markiere ich jetzt mal. Das ist eine Schlucht. Das ist gut. Da werden wir viel finden.
Und die Sonne gerät gerade unter. Das werden wir uns jetzt aus einer anderen Perspektive gönnen, das Ganze. Meine Güte, bin ich eigentlich zu blöd zu allem? Das sieht so geil aus. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, die Mod lässt du drinne. So, jetzt haben wir einen Weg direkt von unserem Häuschen hierher. Ich nehme mal an, ich werde da hinten eventuell den Berg ausbauen, damit wir das hier, hier lassen können, weil das brauchen wir bei uns hinten nicht. Und je nachdem, wo ich nun hingehen werde, ich meine, überall diese Wege zu machen, wird nicht möglich sein. Das ist einfach zu viel Aufwand, ne? Aber wir haben eine Schlucht gefunden. Komm, lauf. So. Schnell die Steine nehmen. Bevor wir hier nämlich weitermachen, so legen wir uns lieber schlafen. Ne? So. Es ist ja tatsächlich das Vieh verreckt gerade. Was ich gar nicht so schlecht finde. Da hinten brennt da vor sich hin. Wie gesagt, das war tatsächlich das Ausschlaggebende, dass ich gesagt habe, dieses Texture Pack brauche ich einfach, weil die Sonne sieht einfach so toll aus. Der Sonnenaufgang, Untergang ist so schön. Also ich habe, sollte ich vielleicht noch mal kurz was essen? Dann sollten wir noch das Dorf da hinten plündern. So, alles weg. Hühnchen habe ich noch. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Es tut mir leid, aber ich werde es tun. Ich werde es tun müssen. Es tut mir leid. Es hatte Tollwut, es musste ranlaufen. Und wenn ich hier schon stehe und nichts Besseres zu tun habe... gleich mal die Kohle, die sich hier versteckt hat. Das geht doch nicht, ne? So, jetzt ist aber natürlich meine Intention, liegt eher bei Eisen, ehrlich gesagt. Kohle brauche ich zwar auch mittlerweile. Zu Hause haben wir zwar auch noch genug, aber das ist nicht... Man will natürlich genug zu Hause haben, ne? Das ist natürlich so. Gut. Dann bin ich hier jetzt schon mal weiter. Ich mach mal da hoch. Und um das Ding hier drumrum komme ich da, das finde ich schon noch. Also so intelligent bin ich dann. So. Gut. Da ist Kohle. Das ist tatsächlich nur eine Höhle. Was habe ich eigentlich hier? Was ist das? Stein? Tatsächlich? Ja. Das ist alles nur Bruchstein. Wow. Die ist echt hoch. Okay, lassen wir jetzt mal so stehen, würde ich sagen. Die vordere nehmen wir wieder mit. Laufen hier mal drum rum. Schauen mal, wo wir rauskommen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese Schlucht reinstürzen, die hier irgendwo sein müsste. Die war doch hier irgendwo. Habe ich sie jetzt schon wieder verloren? Ey, gibt es das auch noch? Pam.
Wo ist jetzt die Schlucht hin? Die war doch da irgendwo. Ich bin doch nicht besch... Ich meine, ich will es nicht verschreien. Sag mal, also... Ich bin echt total das Talent, dass ich in alle möglichen Himmelsrichtungen laufe und mich grundsätzlich verlaufe. Wirklich. Das schaffe ich wie kein anderer. Also ich verstehe es nicht. Momentchen, die müsste doch da drüben sein, oder? Ihr könnt mich jetzt gleich abschlachten. Ich sag's euch, ich habe keine Ahnung, wo die Schlucht war. Wo muss ich denn hin, in Herrgotts Namen? Erst... Wo ist mein Weg? Ich sollte nicht so weit in die Richtung laufen, sondern eher in die Richtung, würde ich sagen. Denn ich glaube, mein Ding ist da drüben. Verflucht. Verfluchter Scheiß. Ich schaff's doch jedes Mal, ganz ehrlich. Ich schaff's wirklich immer wieder. Das ist unglaublich. Was ist das da? Da geht's auch irgendwo rein. Ich glaube, ich hab's gefunden. Nein. Da unten ist zumindest mal mein Weg. Dann ist er doch da drüben. Das ist... Ah ja, ich bin oberhalb von unserem kleinen Partyloch, wo wir immer... Geh mal hier runter. Das sieht ganz gut aus. Jetzt das. So. Wir können hier gleich mal die Kohle parken. So, dann haben wir noch Kohle. Eisen haben wir nicht. Was müsste ich mir denn da machen? Ich könnte mir kurz das Schweinefleisch da reinpfeifen, damit ich da wieder was auf der Tasche habe. Ja, das Schweinchen musste leider sterben. Es war krank. So. So, was mache ich denn nun? Gehe ich jetzt hier in die Richtung nochmal und versuche mich irgendwie in die Schlucht zu bauen? Oder ich gehe erstmal in die Richtung von dem Haus, wo ich natürlich dann auch schlafen kann, ne? Wenn ich dann von dem Dorf, das ich da noch nicht ausfindig gemacht hatte. Oder ist es das gleiche eventuell? Könnte natürlich sein, dass es dasselbe ist. Werden wir gleich sehen. Weil so weit weg von zu Hause sind wir ja nicht, ne? Und der Weg ist ja auch nicht ganz so weit weg, deswegen könnte das durchaus sein, dass das das Dorf ist, das ich da finde, gefunden zu haben, tun und so. Doch, klar, das ist es. Klar ist es das. Hühnchen? Oh, vielleicht habe ich, hab ich das rohe Hühnchen noch. Ja, das rohe Hühnchen habe ich noch. Wo bist du? Oh, wo bist du? Evil Chicken traut sich was. Ich will nämlich schauen, ob ich die... Geil. Ob ich die Katze noch finde. Sag mal. So, ja, mutig hau ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt gar keine Zeit für. Aber ich habe jetzt 7 rohe Hühnchen. Das sollte doch irgendwo hinreichen, oder? So, das ist wieder gut. Habe ich hier nicht da. Schnell ein bisschen da schneller hinlaufen. Und ich habe hier, glaube ich, was gesehen. Ach nee, doch nicht. Verdammt. Jetzt habe ich gedacht, hier ist eine Höhle. Hier ist zumindest mal ein Loch in der Erde. Nach Höhle sieht das nicht aus, aber hier ist schon Weg vorgefertigt. Das finde ich gar nicht so schlecht. Was ist das? Das ist ja geil. Mal kurz die Kohle hier runterfummeln. Gut.
Vasili? Ich schaue mich ja hier immer nach Ding um. Nach, aua. Doch, das ist das Dorf, wo wir kennen. Was ist denn das hier für eine Parade? Kann mir jemand sagen, wie man mit denen redet? Moment, das mache ich mal ganz anders. Wir haben ja Optionen, Steuerung. Spielmechanik. Block auswählen, tralala. Na, 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 na. Fenster, Fortschritte, Kamera, Spieler hervorheben, Zuschauer, Vollbild wechseln. Will ich doch gar nicht. Nee. Außer automatisch springen aus. Habe ich ausgemacht. Genau, Befehlsziele öffnen. Strich Chat T. Fenster für soziale Interaktionen. Ist P. Probier das mal aus. P. Okay, das geht mit denen nicht. Das geht nur mit mehr Spielern. Also das hat mit denen nichts zu tun. Was ist das hier? Ist das ein Brunnen? Okay. Was haben die hier? Was ist denn das da? Was habe ich da jetzt gesammelt? Rote Beete. Aha. Karotten. Hier sind noch Karotten. Cool. Was habe ich jetzt? Rote Beete Samen. Karotten. Sag mir das. Kartoffeln! Wir sind jetzt mal so frei und beklauen die einfach, ne? Ich bin jetzt einfach mal so gemein. So. Man muss ja gucken, wo man bleibt, ne? Suppe. Was? Ui. Das sieht aus wie ein Foltergerät. So. Bin ich natürlich hier in einem Dorf und möchte eigentlich schlafen. Da drin. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Bett, wo nicht belegt ist. So. Das ist gut, ich habe mich da jetzt einfach mal reingelegt. Ich sollte die Folge beenden, weil ich muss aufpassen, weil ich muss gleich gehen. Bis weiter geht's hin in der nächsten Folge. Bis dann!